Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Testversion von Miitopia, um zu gucken, was das halt ist. Kurz gesagt. Ja. Einer Welt, in der Mii ein friedliches Zusammenleben genießen können. Oder besser gesagt, konnten. Uh-oh. Eines Tages geschah etwas Schreckliches, ohne jede Vorwarnung. Nein, es werden die Gesichter geklaut. Ein riesiger Schatten legte sich über Miitopia. Eine entsetzliche Kreatur stahl die Gesichter einiger unschuldiger Mii. Alter. Die Gesichter tauchten wieder auf, und zwar auf Monstern. Ah, da bin ich. Ein achtloser Reisender ist auf Wanderschaft. Ah, ich bin voll hübsch. Oh Mann, ich habe mich extra in Schale geworfen. Ich bin so ein harter Typ. Tommy reist allein, ohne ein bestimmtes Ziel. Ich sollte einfach mal lesen lernen, glaube ich. Hä? Okay, einfach ein Schmetterling mit Augen, dann läuft. Oh Mann, dieser Typ, der ist so geil. Aufkeuch. Bro, von dieser kleinen Scheißnase da. Wo bin ich? Ah. Tommy erspäht eine Stadt in der Nähe. Ja, sehr krass. Kann ich rennen? Nicht wirklich. Hallo! Na? Okay, ich rede erstmal mit dem Typen hier. Puh, ein bisschen langweilig, Leute. Bro, komm auf dein Leben. Was ist mit dir los, Alter? Moment, langsam, ganz langsam. Ja, ist okay. Warum die Aufregung? Monster mit den Gesichtern von Leuten? Hahaha. Ich hasse den Typen jetzt schon. Du willst mich auf den Arm nehmen. Gut. Anfangs ist ein friedlicher. Das heißt wirklich anfangs? Alles klar. So friedlich, dass es geradezu langweilig ist. Servus. Grinse, Omi, grinse, Zelda. Ich sollte einfach wirklich lesen lernen. Welch wunderbarer Tag. Alter, diese Nase, die triggert mich ja gerade mal hardcore. Die ist so geil. Mann. So ein Wetter macht einfach gute Laune, oder? Oh, ein Abenteurer. Warum das lange Gesicht? Bro, ich bin hässlich. Freust du dich denn gar nicht über das Wetter? Probier es doch mal mit einem kleinen Lächeln. Ja, ich habe ein hübsches Lächeln. Das würde dich glücklich machen. Und mich auch. Hallo, Leute. Hallo, Paddy, na? Freches Kind, Paddy. Yippie, juhu. Ich bin ein Drache. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Es steht mir einfach ins Gesicht geschrieben, wie viel Angst ich habe. Raaah! Ja, okay, ich habe Angst vor dir. Hallo Mutter, na? Was geht? Hi! Namaste! Hallo! Ja, ich kann mit dir reden. Ja, komm Mama. Besorgte Mutter. Aber falls ihr euch wundert, ich blende den Namen von meiner Mutter aus. Einfach weil es wirklich meine Mutter ist. Also, ne? Aus dem Gesicht geschnitten, ne? Hör auf damit, Paddy! Hä, Bro, das ist ein Drache. Lass ihn halt. Du tust ihm noch weh, wenn du so herumhibbelst. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Entschuldigung, Abenteurer. Mein Kind sprüht nur so vor Energie. Ich weiß auch nicht, wo das noch alles hinführen soll. Der hat doch seinen Spaß des Lebens. Guck. Ah, Romeo und Julia. Servus. Na? Turteltäubchen, Romeo und Julia. Schatzi. Das schaut ja raus, ey. Du bist echt süß, Julia. Ja, schön für dich. Du bist echt goldig, Romeo. Das ist alles wie ein Traum. Soll ich dich nochmal zwicken? Ja, ich lasse dich mal. Ja, denke ich mir auch gerade. Ich lasse dich einfach mal in Ruhe, Alter. Tschüss. Wer bist du denn?
Oh, Ekelpaket Alfred, da kann ich gleich wieder gehen. Was ist? Typen wie du verirren sich selten zu uns. Redet er so? Bitte redet es einfach so. Bist du hier zu Besuch oder was? Ja. Aha, vielleicht auf Wellnessurlaub? Klingt ja wahnsinnig spannend. Viel Spaß! Danke. Ich bin richtig happy, Alter. Und dann ist meine Audiospur abgeschmiert. Um kurz zu sagen, was passiert ist, dann kam dieser komische Bösewicht, der hat dann ein paar Gesichter geklaut. Dann hat meine Mutter mir ein Familienerbstück gegeben. Ein sehr intensives Familienerbstück. Und ich soll jetzt die Gesichter retten. Ja. Wenn ihr eine zweite Folge sehen wollt, dann lasst ein Like da. Abonniert mich gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt unbedingt, wie gesagt, schon in die Kommentare, ob ihr eine zweite Folge haben wollt. Ich werde es auf jeden Fall aufnehmen. Schneiden werde ich es dann halt, wenn ihr sagt, dass ihr eine zweite Folge haben wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und von mir ein Adios, Amigos. Tschüss. Eine argloser...